Hallihallo, meine lieben Leute, wir sind zurück bei Gothic 3. Wir haben Treles erobert, sind über Montera nach Gotha gegangen und werden jetzt von Gotha nach Faring ziehen. Denn in Faring waren wir noch nicht, was mir erst im letzten Part aufgefallen ist. Wundert mich eigentlich, ich war mir nicht ziemlich sicher, dass ich den gesamten Teil, den gesamten oberen Teil hier, zur Grenze zum Norden, zu diesem Nordgebiet, wo es dann auch in die Schneegegend geht, dass ich das hier eigentlich alles abgearbeitet hatte. Hatte ich aber anscheinend nicht, weil in Faring waren wir, wie gesagt, noch nicht. Und ich glaube, da hinten, das könnte Faring sein. Und wenn das da hinten tatsächlich Faring ist, dann ist es schon ganz schön special, weil guckt euch das mal an, mein lieber Scholli. Na gut. Der Weg wird erstmal wieder versperrt von ein paar räudigen Kreaturen. Ja, das ist doch einfach nur lächerlich, oder Leute? Ich meine... Ja, klar, jetzt bewegt euch, jetzt, wo ich gerade einigermaßen die Einstellung gefunden hatte. Ist doch einfach nur ein Witz, ist das. Ah, I love it so much. Meine Fresse, es ist einfach nur ein schlechter Scherz. Es ist doch einfach nur ein schlechter Scherz. Come on, du Scheißkreatur. Meine Fresse. Oh, okay, es ist auch nur einer gekommen tatsächlich. Ja, gut. Hat ja funktioniert. Wenn die anderen auch so easy funktionieren, dann nehme ich sogar in Kauf. Yes! Da! Oh! Oh mein Gott! Überraschung! Auch wenn wir auch wieder mal natürlich haufenweise Pfeile verschossen haben. Der erste war echt gut, dass wir den direkt ausgeschaltet haben, noch bevor der an uns rankam. Und die anderen haben wir auch relativ gut und leicht vernichtet. Also, meine Güte, hätte ich nicht gedacht, dass das so easy ist. Speichern, auf jeden Fall. Damit bin ich zufrieden. Also, damit nehme ich jetzt sogar auch den Troll am Anfang in Kauf. Also, das Trolling, was da war, dass wir da einfach mal 100 Mal durchgeschossen haben. Wasserbrot und Fläschchen. Diese Flasks braucht man wohl, wenn man Alchemie anwendet. Muss ich mal sehen, dass ich das vielleicht mir auch nochmal früher oder später angucke. Ein Jagdbogen. Ja, ein besserer Bogen wäre auch mal wieder was, aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich schon mal froh, dass wir jetzt schon hier dieses komische Katana haben. Ja, das ist das, was mich als letztes wirklich begeistert hat, weil ich dachte eigentlich waffentechnisch... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir waffentechnisch schon jetzt irgendwie so ein bisschen jedenfalls am Zenit sind. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es noch viel bessere Waffen gibt. Und schließlich haben wir jetzt auch mittlerweile auch schon gegen fast, ich glaube, also ich denke, es gibt noch einige Kreaturen, die wir bis jetzt noch nicht kennengelernt haben. Oh, come on. Also waren wir stehen geblieben. Es gibt noch einige Kreaturen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir die noch nicht gesehen haben. Gerade so im hohen Norden und aber auch gleichzeitig im Süden. Weil es natürlich ganz andere geografische Bedingungen sind. Ganz andere klimatische Bedingungen. Und entsprechend denke ich, dass dort dann auch andere Kreaturen zu Hause sein werden. Wir haben hier halt einigermaßen, denke ich mal, also wenn man hier mal so überlegen würde, wenn man das mit einem echten Leben vergleichen würde, mit Real Life, dann ist es hier irgendwie so ausgeglichen. Klimatechnisch wie... keine Ahnung, Mitteleuropa. Und wenn wir dann weiter hier hingehen, kommen wir halt eher so in Richtung Afrika und oben dann halt eher so in Richtung Sibirien, keine Ahnung. Da ist noch einer. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Ich habe mir letztens mal ein anderes Gothic Let's Play angeguckt von jemandem, der einen Assassin gespielt hat und also die ganze Zeit mit Schwertern gekämpft hat. Der hat sich teilweise auch mit ganzen Horden angelegt und da ist mir aufgefallen, dass du mit den Schwertern dann irgendwann auch mehrere Gegner auf einmal treffen kannst, was natürlich auch nicht schlecht ist, ne? Also, ich dachte am Anfang, vielleicht habe ich so ein bisschen mit dem Bogen irgendwie so den einfachen Weg gewählt, aber ich bin mir gar nicht mittlerweile mehr so sicher. Also,
So easy peasy ist das nicht. Also gibt es einige Situationen, die macht das mit dem Bogen, macht das mit dem Bogen echt schwierig, muss man wirklich sagen. So, in diese Richtung geht's nach Vanguard. Vanguard waren wir schon, da hinten ist auch die Kuppel, seht ihr? Da waren wir schon mal, aber vielleicht nicht in dieser Richtung jedenfalls unterwegs, wie dem auch sei. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier hochgehen. Macht ja keinen Sinn, mich in der Umgebung umzusehen, bevor ich hier... Ach du Scheiße, guck dir das mal wieder an. Gepflastert mit stinkenden Leichen wieder. Auf der einen Seite hier total idyllisch. Guck dir das mal an hier. Sieht richtig schön aus. Ich verstehe noch nicht ganz, warum hier diese Brücke ist, obwohl es hier gar nicht wirklich hochgeht. Das ist mir nicht ganz klar. Warum hat jetzt gerade mein Handy gebimmelt? Sekunde. So. Ja, also keine Ahnung, was das hier soll. Kein Plan. Ist mir nicht ganz geläufig, was hiermit bezwecken, dass man hier überhaupt hin kann. Kann man hier durch den Wasserfall? Nein, anscheinend nicht. Schade. Es gibt, meiner Meinung nach, kann es gar nicht genügend Verstecke hinter Wasserfällen geben. Aber anscheinend hatten sie da in Gothic 3 irgendwann die Schnauze voll. Wie gesagt, in Gothic 2 und Gothic 1 hast du es noch sehr viel öfter angetroffen. Und ich glaube, auch in Risen hat man das hier und dort mal eingebaut. Und ich glaube, hier hatten wir bis jetzt ein einziges Versteck hinterm Wasserfall, oder? Ich muss zugeben, ich kann mich nicht mal an ein einziges erinnern hier in Gothic 3. Aber ich glaube, ich habe im Hinterkopf, dass wir irgendwo mal eins hatten. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Meine Güte, da habe ich auch schon wieder... nicht gerade meine Robin Hood Skills unter Beweis gestellt. Meine Güte, was ist das denn da? Nein, ich will da jetzt gar nicht. Oh, oh! Was zur Hölle? Das sind zwei auch noch. Ah, backt er da fest? Ah, scheint so. Ist mir egal. Ganz im Ernst, ich nehme das quasi als Ausgleich dafür, dass mich die Snapper immer so ärgern. Mit der Hitbox. Na, kommt her. Mal gucken, ob der hier wieder rumbackt. Ja. Ja, wie gesagt. Ich nenne das ausgleichende Gerechtigkeit. Ich würde gerne jetzt erstmal einen ausschalten, bevor ich dann jetzt irgendwie beide parallel runterkloppe. Aber der eine hat sich da gerade fast befreien können. Jetzt haben wir nämlich, jetzt ist er nämlich raus. Ganz schön schnell hier. Ah, das war auch noch eine Quest. Ich hab's mir fast gedacht.
keine Ahnung, Trolle scheinen nicht so selten zu sein in Gothic 3. Mittlerweile schon echt mehrere Dutzend erledigt, glaube ich. Ja, das hier ist ja wohl erstmal ein Jagdstand. Eigentlich wollte ich hier, ich wollte erst nach Faring, aber jetzt bin ich auch hier jetzt, meine Güte. Hast dich wohl verlaufen, was? Wie kommst du darauf? Bist hier ziemlich abseits von den Wegen und wie ein entlaufener Sklave siehst du nicht aus. Ich bin Tippler, ich wohne hier. Was machst du hier draußen? Eigentlich bin ich Jäger, aber die meiste Zeit verwende ich darauf, meine morsche Hütte zu flicken. Wenn's dann doch mal langweilig ist, genieße ich meinen selbstgebrannten Schnaps. Willst du mal kosten? Gib her. Hier, nimm, aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Da muss man sich erstmal auch mal vorstellen, wie man, woher man weiß, dass wie ein Snapperfurz brennt. Kannst du mir zeigen, wie man jagt? Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen eingerostet und muss mich um tausend Sachen kümmern. Aber wenn du mir ein bisschen hilfst, kann ich dir zeigen, wie man mit dem Bogen umgeht. Wie kann ich dir helfen? Nicht weit von hier gibt es eine alte Ruine. Ich benutze sie oft als Nachtlager für die Jagd. Leider nisten sich dort öfters mal Goblins ein, wenn man länger nicht mehr nach dem Rechten sieht. Erledige sie für mich. Zu schwer. Okay, ich hatte irgendwie gedacht, dass der uns die Quest mit den Trolls gibt, aber der hat anscheinend nicht mal gemerkt, dass hier 2 Meter von ihm entfernt diese Trolle sind. Nun gut, wenn man kein Problem damit hat, dass man in der direkten Nachbarschaft diese Viecher hat. Da ist ja noch einer! Fahr zum Teufel, da ist noch einer. Ja, komm her. Meine Güte. 2, 3, 4. Schnapsbeere. More. Ach, dass die mich überhaupt niederschlagen können. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht irgendwie mit Skills, irgendwelchen Skills verhindern kann. Mit irgendwelchen Abilities, die man für Lernpunkte lernen kann. Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt eigentlich auch gehofft, dass hier noch irgendwo so eine Art Trollhort ist. Ist es aber nicht. Joa. Bedauerlich, nenne ich das mal. Dann machen wir hier auf jeden Fall jetzt erstmal eine Siesta. Ich könnte jetzt auch 2 Wasser trinken, um die Ausdauer zu erhöhen, aber da ich sowieso nicht sicher bin, wie lange es noch hell ist, kann ich hier auch gleich eine kleine Siesta machen. Ich speichere auch nochmal ganz kurz. So, hier irgendwo sagt er, ist eine Ruine und da hinten ist die Ruine. Kann ja eigentlich nur das Ding da hinten sein. Das sind ja schon wieder Scavenger. Die machen mir aber auch echt gar keinen Schaden mehr. Wie lustig. Die sind dann ja echt nicht mehr die Pfeile wert, ja? Da kann ich die echt im Nahkampf erledigen. Gilt das auch für Goblins? Natürlich nicht, wenn sie mich niederschlagen, die Mistgeburt. Die Mistgeburten, meine Güte. Machen mir aber auch keinen Schaden. Sind aber ganz schön viele. Komm her. Goblin Pack. Meine Güte, im Sprung.
Nimm alles, nimm alles. Nimm ihnen alles und schenk ihnen nichts. Wo war das nochmal? Ein Fluch der Karibik, glaube ich, ne? Der Spruch. Wie dem auch sei, liebe Leute. Ich mache an dieser Stelle Pause. Gefällt mir sehr gut bis jetzt hier in Faring und vor allen Dingen auch, ja, generell. Ist einfach schön hier gerade. Ich freue mich auf die nächsten Parts und die nächsten Folgen. Und ja, wir hören uns. Macht's gut. Bis morgen.